Hallo, liebe Freunde der Theologie. Nach einer längeren Pause melde ich mich mal wieder. Das Sommersemester 2021 hat hier in Tabor begonnen. Wir sind im März und ich beschäftige mich in diesem Semester mit neuen Videos nicht mit Kirchengeschichte, sondern mit einem speziellen Segment und das nennt sich christliche Sondergemeinschaften. Es geht also um die Frage, was es neben den großen Kirchen alles so im Christentum gibt. Und als Startpunkt möchte ich heute mich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich eine Sekte? Oder kann man diesen Begriff heute überhaupt noch verwenden? Fangen wir ganz vorne an. Was bedeutet überhaupt dieser Begriff? Wo kommt der überhaupt her? Er kommt vom lateinischen Wort sequi. Sequi heißt folgen, nachfolgen. Und daraus hat sich dann das Partizip entwickelt. Sectum, secta sind dann befolgte Dinge. Und das hat sich dann auf eine ganze Gruppe ausgewirkt. Leute, die etwas Bestimmtem nachfolgen, die bestimmten Werten oder Lehrsätzen folgen, die sind eine Folgegruppe, kann man sagen. Also eine Sekte ist erstmal eine Lehrrichtung, eine Schule von Menschen, die gemeinsame Ansichten haben. Das ist erstmal ein wertneutraler Begriff, rein deskriptiv. Eine Gruppe, die bestimmten Ansichten folgt. Das ist genauso im Griechischen auch. Da heißt der Begriff Häresis. Häresis ist eine Gruppe, die in eine gemeinsame Richtung läuft. Erst viel später wurde das dann zu einem negativen Kampfbegriff. Also wir finden auch in biblischen Zeiten noch diesen Begriff teilweise relativ wertneutral gebraucht. Zum Beispiel ist in Apostelgeschichte 5, Vers 17 von der Sekte der Sadduzäer die Rede, der Sekte der Pharisäer, Apostelgeschichte 15, Vers 5. Häresis steht da im griechischen Neuen Testament. Luther hat das mit Sekte übersetzt. Es heißt aber erstmal nur Gruppe, eine Gruppierung würden wir heute vielleicht sagen. In der Luther-Übersetzung von 2017 steht an diesen Stellen Partei, die Partei der Pharisäer. Ebenso wird das dann auch auf die frühen Christen angewandt, die Partei der Nazarener, die Häresis der Nazarener, das sind die frühen Christen. Also eine bestimmte Gruppe, eine identifizierbare Gruppierung, weil sie gemeinsame Ansichten hat. So könnte man im Grunde sagen. Das ist ursprünglich der Begriff Sekte. Und es gibt noch eine andere Herleitung, nicht vom lateinischen sequi, sondern es wurde oft diskutiert, ob es nicht auch vom lateinischen Wort secare kommen könnte. Secare heißt abschneiden, absetzen. Abschneiden, wir haben das deutsche Wort sezieren davon abgeleitet, herausschneiden. Das ist eine unwahrscheinliche Herwendung, da kommt der Begriff Sekte eigentlich nicht her, aber er hat in den letzten Jahrhunderten sich da so reingemischt in der Vorstellung, weil viele Leute das fälschlicherweise so erklärt haben. Eine Sekte ist eine Gruppe, die sich abschneidet von, die sich absondert von einer Großgruppe, also kirchentheologisch. Von der Großkirche, wenn sich da eine kleine Gruppe absondert, dann ist das eine Sekte, eine Abspaltung sozusagen. Das kann man erstmal so wertneutral machen. Naja, von einer Gruppe trennt sich eine andere Gruppe, die andere Ansichten hat. Aber wenn natürlich eine sehr große Mehrheitsgruppe die Macht hat, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass ja, dieser Begriff negativ verwendet wird. Also in der Kirchengeschichte war es dann so, als das Christentum ja Staatsreligion im Römischen Reich geworden ist, und zwar in einer bestimmten Form, in Form der römisch-katholischen Kirche, und dann andere kleine Gruppen sich davon abgesondert haben, ihre eigenen Meinungen gebildet haben, dann wurden diese Gruppierungen verfolgt, diskriminiert, ausgegrenzt, so dass das Wort Sekte dann automatisch negativ wurde. Häresis wurde zu Häresie. Eine Gruppe, die sich von uns als wahrer Großkirche trennt, das ist dann automatisch was Falsches, weil wir als Großkirche
Wir haben ja die Deutungshoheit, wir bestimmen ja, was richtig ist. Und deswegen ist automatisch jeder, der sich absondert, falsch und ein Irrlehrer. So wurde also der Begriff Sekte, Häresie zu einem Kampfbegriff, der diskriminierend verwendet wurde. In der Reformationszeit wurden die Protestanten zunächst als Sekte der Lutheraner diffamiert, bewusst negativ, bevor sie dann nach jahrzehntelangen Kämpfen doch offiziell anerkannt wurden. Dann nannte man sie nicht mehr Sekte. Dann wurden sie zu einer Konfession. Sie hatten ein eigenes Bekenntnis. Im Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurde bestimmt, dass es zwei Konfessionen geben darf, die Lutheraner und die Katholiken. 1648, nach dem Dreißigjährigen Krieg, kamen dann auch noch die Reformierten als dritte legitime Religion oder wir würden heute sagen Konfession in Europa dazu. Alle anderen Gruppierungen blieben weiterhin Sekten, die außerhalb dieses Grundkonsenses standen. Bloß der Grundkonsens hatte sich inzwischen auf zwei, drei Hauptkonfessionen erweitert, die die Macht hatten. Teilweise wirkt es bis heute nach, dass so in gesellschaftlicher Vorstellung die Leute sagen, naja, es gibt die großen Kirchen, katholisch, evangelisch, alles was darunter ist, sind irgendwie Sekten. Das hat sich im 19. Jahrhundert dann ein bisschen geändert und zwar hat in Deutschland gab es dann die Vereinsgesetzgebung, das heißt, auch religiöse Gruppierungen konnten legitime Vereine bilden. Das haben dann die sogenannten Freikirchen genutzt, was wir heute Freikirchen nennen, Methodisten, Baptisten. Die haben dann sozusagen sich konstituiert, wurden aber im Volksbewusstsein weiterhin Sekten genannt. Es gibt die große Kirche, die lutherische Kirche, die katholische Kirche, alle anderen sind Sekten. Baptisten sind eine Sekte. Baptisten zum Beispiel hatten auch eine sehr schwierige Rechtslage. Sie durften zwar einen Verein bilden, aber sie durften bestimmte Sachen nicht machen, die eine Kirche macht. Zum Beispiel war die Sakramentsverwaltung ordinierten Geistlichen vorbehalten und ein Baptistenpastor galt aus Sicht der lutherischen Staatskirche nicht als staatlich ordiniert. Und von daher konnte es sein, dass ein Baptistenpastor nach einer Taufe, wenn er jemanden getauft hat, ins Gefängnis geworfen wurde, weil taufen darf doch nur ein staatlich angestellter Pfarrer. Ja, also man hatte es sehr schwer. Das fiel dann 1919 dahin. Da wurde die Staatskirche aufgelöst in der Weimarer Republik, so dass es jetzt keine staatlich privilegierte Kirche in dem Sinne mehr gab. Und man diese Unterscheidung Kirche, große Staatskirche, kleine Sekten aufgab. Und nun noch von Volkskirche und Freikirchen sprach. Aber bis heute steckt eben diese Begriffsverwendung Sekte stark im allgemeinen Sprachgebrauch drin. In den 1960er, 70er Jahren gab es dann nochmal eine neue Entwicklung, als aus Asien neue Kulte nach Europa strömten, die sogenannten Jugendreligionen, die man dann auch bald Jugendsekten nannte, also Hare Krishna, Bhagwan, transzendentale Meditation und so. Man sah diese neuen Gruppierungen sehr kritisch. Man hatte Angst, dass da Jugendliche hineingeraten und dort mit ihnen irgendeine Art von Gehirnwäsche passiert oder so. So, dass man bewusst diesen Begriff Jugendsekten benutzte, um zu diskriminieren, um zu warnen vor diesen Gruppen. So hat also der Begriff Sekte nochmal eine Renaissance gehabt. Die Frage ist halt, wie definieren wir überhaupt eine Sekte? Wie kann man das beschreiben? Kann man diesen Begriff überhaupt noch verwenden? Das wird so das Ende meines Videos sein. Jetzt versuchen wir erstmal zu definieren, wenn man diesen Begriff verwendet oder einen Alternativbegriff, worüber wir auch diskutieren werden, wie kann man bestimmte Gruppierungen zusammenfassen, die außerhalb der großen Kirchen stehen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Die erste Möglichkeit ist, soziologisch drauf zu schauen und den Begriff Sekte zu definieren.
Der erste, der das so klassisch gemacht hat, war der Soziologe, der berühmte Max Weber, 1864 bis 1920. Er unterscheidet einfach den Weg der Zugehörigkeit und er sagt, in eine Kirche wird man hineingeboren, für eine Sekte entscheidet man sich freiwillig. Die bewusste Entscheidung, Mitglied zu werden, das ist das Kennzeichen einer Sekte. Da würden wir heute sagen, okay, also das ist jetzt wirklich viel zu platt. Es gibt viele gute religiöse Vereinigungen und viele treten auch in die evangelische Kirche ein, freiwillig und bewusst, ohne dass dadurch gleich die evangelische Kirche zu einer Sekte wird. Also es muss noch erweitert werden. Ernst Troeltsch hat das so Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein bisschen erweitert und hat gesagt, na sagen wir es vielleicht so, eine Sekte, als Sekte bezeichnen wir das, wo jemand sich freiwillig für die Mitgliedschaft entscheidet. Die Gruppe ist auch relativ klein, es ist keine Massenbewegung. Die Mitglieder sind sehr entschieden für den Glauben, haben eine radikale Glaubenspraxis und leben in einer engen Gemeinschaft. Das ist eine Sekte. In der Kirche genau das Gegenteil. Kirche wäre eine Massenbewegung, wohin du hineingeboren wirst, mit nicht so enger Gemeinschaft, nicht so entschieden, nicht so radikal. Das ist die Frage, kann man so Kirche und Sekte vielleicht und nach diesen äußeren Merkmalen unterscheiden? Ein zweites Modell, Sekten zu definieren, hat der amerikanische Soziologe Peter L. Berger erfunden. Der hat gesagt, das entscheidende Kennzeichen einer Sekte ist die Abgeschlossenheit, dass es eben ein Organisationsmodell ist für den Selbstschutz religiöser Minderheiten, die sich sehr stark abgrenzen, um eine Überlebenschance zu haben. Sie gehen von einer absoluten, nicht diskutablen Wahrheit aus, die anders ist als die Wahrheit der Großkirchen und der Gesellschaft. Und um ihre kleine Minderheitsmeinung zu schützen, bauen sie Mauern um sich herum, grenzen sich ab, sodass Außenstehende nur sehr schwer in einen Dialog mit ihnen treten können. Systemtheoretisch, wenn man das von Niklas Luhmann her betrachten würde, also bilden sie ein eigenes Subsystem mit eigenen Leitcodes, die kaum noch mit anderen Systemen kommunizieren können. Die Abgeschlossenheit. Ein drittes Modell, wie man Sekten definieren könnte, wäre die Unangepasstheit. Rodney Stark und William Sims, die sehen das Hauptmerkmal von Sekten darin, dass sie sich ideologisch radikal von ihrer Umgebungswelt, von der Gesellschaft absetzen. Also im Grunde könnte man sagen, eine Kirche versucht mit dem Zeitgeist der Gesellschaft mitzugehen, sich möglichst anzupassen, Verständnis zu haben. Und eine Sekte versucht das gerade nicht. Die versuchen sich abzugrenzen, eine Gegenwelt aufzubauen, den Zeitgeist der Gesellschaft abzulehnen. Richard Niebuhr hat da schon mal festgestellt, dass es, wenn man diesem Modell folgt, dass dann religiöse Gemeinschaften, auch Sondergruppen, so einen Lebenszyklus durchlaufen, dass sie sich zuerst sehr stark abgrenzen, sich abschließen, um überhaupt erstmal als eigene Gruppe zu überleben. Dann in der zweiten, dritten Generation öffnen sie sich. Die Mitglieder, die Kinder der Mitglieder wollen dann doch nicht so ganz anders sein als die Gesellschaft. Man passt sich dann langsam der Gesellschaft immer mehr an, wird immer mehr Kirche, so dass dann einige Mitglieder unzufrieden sind, weil man nicht mehr so radikal ist und wieder austreten und wieder eine neue Sekte bilden sozusagen. So könnte man vielleicht Kirche und Sekte in einen soziologischen Lebenszyklus bringen. Man kann auch anders rangehen und sagen, nee, nicht Abgeschlossenheit, Freiwilligkeit, das sind ja alles so äußere soziale Kriterien von Gruppenzusammenhalt und so. Das Entscheidende an einer Sekte ist doch, was die glauben oder nicht. Es geht ja hier um religiöse Sondergemeinschaften, die einen besonderen Glauben haben. Und über 2000 Jahre Kirchengeschichte wurde eigentlich eine Sekte immer anders definiert, nicht soziologisch, sondern theologisch.
dass man nämlich gesagt hat, ein entscheidendes Kennzeichen einer Sekte ist zum Beispiel, dass diese Gruppe über die Bibel hinaus noch eine andere Offenbarung hat. Das, was Kirche auszeichnet, ist, dass man den biblischen Kanon vertritt, dass man sich an der Bibel orientiert, bibeltreu ist. Und Sekten haben da irgendwas anderes noch dazu. Entweder sie haben ein anderes Buch, wie die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Die haben das Buch Mormon noch extra als Zusatzoffenbarung, autoritativ genau auf der gleichen Höhe wie die Bibel. Oder es gibt Sonderoffenbarungen von Propheten, Prophetinnen, die halt Zusatzvisionen, Offenbarungen haben und die über die Bibel hinaus bestimmte Gebote, ethische Richtlinien oder so äußern. Also sagt man, das ist auch so die Meinung, auch in der evangelischen Kirche, wenn eine religiöse Gruppierung Zusatzoffenbarungen über die Bibel hinaus hat, kann das ein Zeichen sein, dass das eine Sekte ist. Dann das Zweite ist, dass zentrale Glaubensinhalte, die von der Allgemeinheit der ökumenisch verbundenen Kirchen anerkannt werden, wenn die abgelehnt werden, zum Beispiel, dass die Zeugen Jehovas die Dreieinigkeitslehre ablehnen, dass sie die Gottheit Jesu ablehnen, das sind zentrale Glaubensartikel, wo man sagen muss, ja, hier ist nicht mehr die wahre Kirche sozusagen, weil bestimmte zentrale Glaubensinhalte fehlen. Oder man könnte sagen, dass es eine Überbetonung eines sekundären Inhaltes gibt, und zwar wenn der als heilsnotwendig hingestellt wird. Wenn also gesagt werden sollte, du musst unbedingt von unserem Apostel die Hand aufgelegt kriegen, sonst hast du den Heiligen Geist nicht. Oder du musst den Sabbat heiligen, sonst hast du kein ewiges Heil. Du musst bestimmte Speisegebote einhalten, sonst bist du ein verdammter Sünder. Wenn es so etwas gibt, dann würde man Bauchschmerzen kriegen aus Sicht der allgemeinen Kirchen und sagen, das ist jetzt sektiererisch. Vor allem dann, wenn das Heil, das ewige Heil, dass man in den Himmel kommt, gebunden wird an die Mitgliedschaft in dieser Gruppierung, dann würde man sagen, das ist wirklich sektiererisch. Das sind so theologische Definitionen. Nun kann man natürlich sagen, ist das ausreichend? Oder wer bestimmt eigentlich diese Theologie? Da haben sich viele drüber gestritten und haben gesagt, ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen eine Zusatzoffenbarung, aber gerade das macht uns ja zur wahren Kirche. Es gibt auch teilweise evangelikale Christen, die sagen, ja, wenn ich diese Kriterien anwende, dann ist die katholische Kirche die größte Sekte der Welt. Die haben ja noch die Apokryphen und die sind in der Rechtfertigungslehre, hat Luther ja gezeigt, nicht so richtig auf der Linie. Und sie haben die Maria noch und mal irgendwie scheint man an Maria noch glauben zu müssen. Das ist ja fast heilsnotwendig bei denen. Und haben die nicht auch mal gesagt, man muss unbedingt katholisch sein, dass man in den Himmel kommt? Also ist irgendwie schwierig. Ja, also auch über diese theologische Definition kann man streiten. Heutzutage werden, wenn überhaupt dieser Begriff Sekte gebraucht wird, wird er auch eigentlich gar nicht mehr theologisch definiert, sondern wenn man so den normalen Menschen auf der Straße fragen würde, was ist eine Sekte, dann würde der vor allem ethisch argumentieren und sagen, ja, eine Sekte, die erkennt man daran, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise verhält. Und da würde ich jetzt mal 7 Kriterien nennen. Das erste ist, dass diese Gruppe einen extremen Gruppenzusammenhalt hat. Also wenn eine Gruppe so total eingeschworen ist auf sich selber und wo man irgendwie kaum reinkommt und auch kaum wieder rauskommt, vor allem, wenn Aussteiger totale Schwierigkeiten haben, wenn diese Gruppe irgendwie total isoliert ist und geheimnisvoll, weil man da gar nicht reingucken kann, wenn ein extremer Gruppenzusammenhalt ist, wenn die alle total zusammenhalten und ganz eng miteinander sind, das ist eine Sekte, das ist nicht normal. Das kennen wir ja von der Kirche nicht. Eine Kirche ist ja lockerer. Also es ähnelt so ein bisschen diesen soziologischen Definitionen, die wir schon hatten. Jetzt kommt noch dazu, wenn diese Gruppe
eine Führungsperson hat, die so über allem steht. Da sind wir Deutsche ja sowieso allergisch seit dem Dritten Reich, aber in Sekten ist das oft der Fall. Eine Gründergestalt wird angehimmelt und da ist es fast so Führerbefehl, wir folgen, dass man sich dem bedingungslos unterwirft, dass man fast seinen eigenen Willen aufgibt und das kommt heute gar nicht gut an. Man muss, eine gute Gruppe ist auf jeden Fall eine freiwillige, lockere Gruppe, eine Gruppe, wo Gehorsam groß geschrieben wird. Das ist sektiererisch in heutiger Vorstellung. Wenn dann noch die Menschenrechte eingeschränkt werden, wenn den Mitgliedern gesagt wird, wo sie wohnen sollen, wen sie heiraten sollen, wenn die Freiheit eingeschränkt wird, die Meinungsfreiheit auch, das ist dann ganz schwierig. Und vor allem das Finanzielle. Eine Sekte ist eine Gruppe, die sich an ihren Mitgliedern bereichern will. Eine Sekte will ja nur das Geld aus der Tasche ziehen. Denen geht es gar nicht um Religion, denen geht es ums Geld. Also wenn das irgendwie rauskommt, dann ist es auf jeden Fall eine Sekte. Das ist heute so das Hauptkriterium fast. Wenn dann den Mitgliedern noch ein realitätsfernes Weltbild eingepflanzt wird, dass sie völlig abstruse Vorstellungen haben, wie die Welt entstanden sein soll, wie die Welt ist, was überhaupt Realität ist, ob Krankheit überhaupt irgendeine Art von Relevanz hat, weil es ist eigentlich eine völlig andere Wirklichkeit. Da fragt man sich manchmal auch, ist das sektiererisch? Leben die noch in der gleichen Welt wie wir? Was haben die so für Vorstellungen und alternative Fakten? Wenn dann die Gruppe noch so in sich abgeschlossen ist, dass sie Kontakte zu anderen Gruppen und Kirchen meidet, ja, also wenn sie sozusagen nicht ökumenefähig ist, dann ist es sehr schwierig, wenn man mit keinem zusammenarbeitet. Dann ist das für viele ein Zeichen dafür, dass das sektiererisch ist. Und als letztes natürlich, wenn vor allem kriminelle Machenschaften damit verbunden sind, wenn eine religiöse Gruppe wirklich versucht, den Staat auszuhöhlen, Organisationen gründet, die staatsfeindlich sind oder sogar kriminelle Aktionen macht, bis hin zu Selbstmordattentätern oder so, das ist natürlich dann auf jeden Fall keine anerkannte Kirche mehr, sondern das ist dann eine Sekte. Ja, so könnte man also eine Sekte definieren, das soziologisch, theologisch, ethisch. Die Frage ist, lohnt sich dieser Begriff überhaupt noch? Kann man ihn heute gebrauchen? Denn man muss sich ja fragen, wozu benutzt man diesen Begriff? Niemand sagt, dass er selbst zu einer Sekte gehört. Keine Gruppierung der Welt würde sich selbst als Sekte bezeichnen oder sich selbst als Sektierer. Es ist keine Selbstbezeichnung, es ist nur eine Fremdbezeichnung. Das zeigt schon, dass dieser Begriff eben ein radikal negativer Begriff ist. Wenn eine Glaubensgemeinschaft als Sekte bezeichnet wird, dann um vor dem Kontakt mit dieser Gruppe zu warnen, um die Gruppe zu degradieren, zu diskriminieren. Und dabei vermischen sich dann oft theologische, soziologische, ethische Aspekte. Warum bezeichne ich eine Gruppe als Sekte? Weil ich je nach Überzeugung entweder theologische Schwierigkeiten damit habe, weil ich soziologische Phänomene so einordne oder weil ich sage, die Ethik dieser Gruppe ist destruktiv, gefährlich. Deswegen nenne ich das eine Sekte. Eine Sekte ist eine Gruppe, die lebt irgendwie anders. Sie lebt aus meiner Sicht falsch und sie hat falsche Vorstellungen. Dabei ist den meisten Leuten heute wahrscheinlich so, es gibt eigentlich zwei klassische Sekten, die man sich so vorstellt. Das eine so, die klassische alte Sekte sind die Zeugen Jehovas. Dieses Bild irgendwie, zwei Zeugen Jehovas klingeln an der Haustür, bieten einem den Wachturm an. Das ist eine Sekte. Oder Scientology, irgendwie so ein abstruser Psychokult, wo du dich zu Kursen anmelden musst, die Tausende von Euro kosten und die dir das Geld aus der Tasche ziehen. Das sind so die klassischen Sektenvorstellungen. Und man sagt, wenn wir das als Sekte bezeichnen, dann bewahren wir Leute davor, da reinzugeraten. Es ist also polemisch verurteilend, um Gruppen pauschal abzuqualifizieren. Aber es ist negativ. Also, und die Frage ist,
Wir sind 2021. Dürfen wir irgendwelche anderen Menschen noch diskriminieren? Und dieser Begriff ist ein diskriminierender Begriff. Kann man diesen Begriff heute noch verwenden? Oder kann man höchstens sagen, ja, man muss Alternativbegriffe finden, aber der Begriff selber ist nicht mehr anwendbar. In der Religionswissenschaft wird der Begriff schon lange nicht mehr verwendet. Und auch von den Kirchen her ist es schwierig. Also ich empfehle euch, wer da noch Zusatzlektüre haben will, hier in dem neuesten Heft der Zeitschrift für Religion und Weltanschauung. Das ist der ehemalige, steht auch als Untertitel noch drunter, der ehemalige Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, heißt jetzt ZRW. Da gibt es auf Seite 56 einen schönen Artikel von Kai Funkschmidt über den Begriff Sekte. Seite 59 geht er los. Und das gibt einen schönen Überblick über den heutigen Sprachgebrauch. Auch diese Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, die diese Zeitschrift rausbringen, verwendet heute den Begriff Sekte nicht mehr. Es gibt von Ihnen, das möchte ich auch mal empfehlen, dieses große Buch, Handbuch Weltanschauungen, religiöse Gemeinschaften, Freikirchen. Da steht jetzt nicht mehr Sekte drauf. Früher stand das noch so auf dem Titel. Und das sind über 1000 Seiten, wo es um alle religiösen Gruppierungen geht, die es so neben den Großkirchen gibt. Es ist aus der Sicht der evangelisch-lutherischen Kirche geschrieben und sie sagen, wir bezeichnen keine Gruppe mehr als Sekte, aber wir geben schon an, wie weit eine bestimmte Gruppe von uns als evangelischer Kirche entfernt ist. Also man macht schon eine Art Beurteilung von Nähe und Ferne und das kann man machen, wenn man selber einen Standpunkt hat. Wer völlig areligiös ist und ein atheistischer Religionswissenschaftler, der kann nur deskriptiv beschreiben und sagen, es gibt diese und diese und diese alle Gruppen und so und die Satanisten glauben das und die Katholiken glauben das und die Zeugen Jehovas glauben das. Ohne eine Wertung, das kann man machen, aber man kann auch sagen, ich habe einen Standpunkt, ich bin evangelisch und so mache ich das auch hier in meinem Modul. Ich gehöre zur evangelischen Kirche. Und betrachte jetzt alle anderen Gruppierungen, wie sie im Verhältnis zur evangelischen Kirche stehen. Soziologisch, ethisch und theologisch. Und so macht das hier dieses Lexikon, dieses Handbuch Weltanschauungen, religiöse Gemeinschaften, Freikirchen, dass sie sagen, wir machen das so in konzentrischen Kreisen, könnte man sagen. Dass man sagt, was steht uns am nächsten, was kommt dann, was kommt dann. Also Sie haben hier in Kapitel 1 die Freikirchen erstmal, das sind so die nächsten Gruppierungen, Methodisten, Baptisten und so weiter. Dann kommen pfingstlich-charismatische Gruppierungen, die manchmal schon etwas seltsamere Vorstellungen haben aus evangelisch-Landeskirchersicht. Dann kommen apostolische Bewegungen, die bestimmte Ämter haben, Apostel. Dann kommen Kapitel 4, Sondergemeinschaften mit christlichem Hintergrund nur noch, wo sie sagen, da ist vieles schon nicht mehr so wie der christliche Grundkonsens, Christengemeinschaft, Jehovas Zeugen, Unitarier. Dann kommen Neuoffenbarungsreligionen, neue Religionen, da kommt also jetzt diese Zusatzoffenbarung mit dazu. Ordo, Fiat, Lux, universelles Leben, die Vereinigungsbewegung, die Kinder Gottes. Dann kommen esoterische und neugnostische Weltanschauungen, die Rosenkreuzer, Satanismus, Theosophie. Dann kommen in Kapitel 7 Gruppen, da wo man gar nicht mehr weiß, hat das überhaupt noch was mit christlich zu tun, Scientology, positives Denken, Psychogruppen, Anbieter von Lebenshilfe und Psychoorganisationen. Und dann gehen wir völlig raus aus dem christlichen Kontext, dann gibt es Gruppierungen, die sich vom islamischen Kontext abgespalten haben, Ahmadiyya, Baha'i, dann Gruppen aus dem hinduistischen Kontext, Satsang, Bhagwan, transzendentale Meditation und Gruppen aus dem buddhistischen Kontext, Falun Gong, Soka Gakkai, bis schließlich man wirklich als allerletztes bei atheistischen, rein humanistischen Organisationen ankommt, wie der Giordano Bruno Stiftung oder so.
oder dem Kult des fliegenden Spaghetti-Monsters oder was weiß ich. Ja, also man kann sagen, man kann Nähe und Ferne beschreiben ohne diesen Begriff Sekte. Die Frage ist halt, ob es Alternativbegriffe gibt, die man statt dem Begriff Sekte, also wenn ich hier von anderen Gruppen spreche, wie kann ich die denn noch irgendwie, kann ich denen noch irgendein Label aufkleben? Was gäbe es denn da für Möglichkeiten? Man könnte sagen Konfession, aber sind die Zeugen Jehovas eine Konfession? Der Ordo Fiat Lux. Konfession hat sich eigentlich etabliert als Begriff für eine Großgruppe. Man redet im Grunde davon, dass es im Christentum drei große Konfessionen gibt: die Protestanten, die Katholiken und die Orthodoxen. Manchmal hat sich auch noch etabliert, dass innerhalb des Protestantismus von Konfessionen gesprochen wird: Lutheraner, Reformierte, vielleicht auch Baptisten und Methodisten, noch so die klassischen Freikirchen. Aber dieser Begriff ist jedenfalls reserviert wirklich für Großgruppen und der passt nicht auf kleinere Splittergruppen. Im amerikanischen Bereich hat sich deswegen der Begriff Denomination etabliert. Da sind alle christlichen Gruppierungen Denominationen. In Amerika gibt es ja auch keine Volkskirche, Staatskirche, keine Riesenkirche mehr, sondern viele verschiedene christliche Religionsformen, die alle Denominationen sind. Die Lutheraner, die Presbyterianer, die Methodisten, die Baptisten, alles sind Denominationen. Vom Begriff Denominare benennen. Es gibt nur verschiedene Bezeichnungen für verschiedene Kirchen. Sehr wertneutral, größenunabhängig. Es ist aber dann eine Gleichmacherei. Dann sind alle Gruppen gleich. Und wir wollen ja gerade einen Begriff finden, der die Gruppen bezeichnet, die außerhalb der Großkirchen, der etablierten Kirchen sind und die aus Sicht dieser Großkirchen bestimmte Defizite und Mängel haben oder die an den Großkirchen bestimmte Defizite und Mängel kritisieren. Also passt dieser Begriff Denomination, der ist zu wertneutral. Er passt nicht. Manchmal wird heute von neuen religiösen Bewegungen gesprochen, NRB, auch ein wertneutraler Begriff. Allerdings hat er diesen Begriff der Neuheit so sehr stark im Vordergrund, neue religiöse Bewegungen, so dass man eben auch sagen kann, ja, wenn jetzt eine Gruppe schon im 19. Jahrhundert entstanden ist, sind die Zeugen Jehovas eine neue religiöse Bewegung. Da kann ich die auch irgendwie nicht richtig drunter packen. Auch kein gutes Label. Ebenso, wenn ich einfach nur sage religiöse Gemeinschaften oder Glaubensgemeinschaften, das ist so wie Denominationen, es ist sehr allgemein ohne Unterscheidung. Von daher hat Kurt Hutten schon in den 1960er Jahren vorgeschlagen, ob nicht der Begriff Sondergemeinschaften passend wäre. Ein Begriff, der eben Absonderung bezeichnet, Sondergemeinschaft bezeichnet erstmal nichts Negatives. Eine Gruppe, die sich besonders trifft, die sehr besonders ist, besondere Vorstellungen hat, keine Wertung. Und von daher scheint dieser Begriff auch für Gruppen außerhalb der Großkirchen gut verwendbar zu sein. Ich verwende deshalb diesen Begriff Sondergemeinschaften sehr gerne, benutze das auch für mein Modul. Christliche Sondergemeinschaften ist das, worum es geht. Das heißt, ich rede nicht über die lutherische Kirche, die katholische Kirche, nicht über die Presbyterianer, nicht über die Massenvolkskirchen, sondern über die christlichen Sondergemeinschaften, die mehr oder weniger in diese Definitionen passen, die wir vorhin hatten, soziologisch, theologisch, ethisch. Die große Frage ist halt, ob man den Begriff überhaupt heute noch verwenden kann, ob man den Begriff Sekte auch noch verwenden kann. Oder müssen wir jetzt ganz sagen, immer einen Alternativbegriff finden, Glaubensgemeinschaft, neue religiöse Bewegung, christliche Sondergemeinschaft? Oder kann dieser Begriff Sekte immer noch einen Platz haben? Im Neuen Testament
Ist es so, dass der Begriff nicht nur wertneutral wie bei Pharisäer, Sadduzäer und so verwendet wird, sondern auch schon negativ? Es wird vor Heretikern, Irrlehrern gewarnt. 1. Timotheus 6,20, 2. Timotheus 3,8, 1. Johannes 4,1. Wir können viele Beispiele finden. Also diese Polemik, die innerchristliche Polemik vor Irrlehrern, ist etwas Neutestamentliches und scheint auch zu Kernaufgaben von Gemeindeleitung zu gehören. Wenn ich Verantwortung für eine geistliche Herde habe, wenn ich Gemeindeleiter bin, Pastor, dann muss ich natürlich auch meine Schafherde vor den Wölfen bewahren. Und wenn da Wölfe eindringen, also Irrlehrer, die bestimmte Vorstellungen oder Organisationsformen mit reinbringen, die aus meiner Sicht falsch sind. Paulus hat mit solchen Leuten zu kämpfen, die sagen, man darf nicht heiraten zum Beispiel. Dann muss er aufklären und gegen diese Sektierer kämpfen. Und die Frage ist, ob in so einem Fall dann nicht auch der plakative Begriff Sekte mal dran sein kann, um Schaden abzuwenden. Gerade wenn man nicht viel Zeit hat, um differenzierte Erklärungen zu machen. Vielleicht in der Kinder- und Jugendarbeit, dass es mal dran sein kann, zu sagen, hier ist gerade eine neue Gruppe in unsere Stadt gekommen, die ist aus meiner Sicht gefährlich. Wenn da Jugendliche reingeraten, kommen die auf eine schiefe Bahn, bekommen Vorstellungen, die nicht gut sind. Ich warne jetzt mal kurz davor, indem ich einfach sage, geht da nicht hin, das ist eine Sekte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, eine Gruppe pauschal abzuqualifizieren, mit so einem Begriff zu diskriminieren, ist fies, ist ja, ist schon sehr zweifelhaft. Es sprechen auch Gründe dagegen, dass man das überhaupt macht, denn es entspricht nicht der christlichen Nächstenliebe, diese Diskriminierung. Es verführt vielleicht auch gerade bei Kindern und Jugendlichen dazu, in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, sich von Menschen abzugrenzen, mit denen man noch gar nicht richtig geredet hat und außerdem auch ungerecht zu werden. Denn nehmen wir zum Beispiel einen katholischen Mönchsorden, den wir jetzt nicht als Sekte bezeichnen würden, der trotzdem Kennzeichen hat, die von vielen als sektiererisch angesehen werden würden. Diese extreme Abgeschlossenheit, diese Verpflichtung auf Ehelosigkeit, dass man seinen ganzen Besitz abgeben muss, dem Abt absoluten Gehorsam schwören muss. Ist das dann nicht sektiererisch? Da legen wir irgendwie einen anderen Maßstab an. Also man muss sich da auch selbst hinterfragen in seiner Beurteilung, ob man da wirklich vorurteilsfrei rangeht. Oft sind wir auch beeinflusst von Aussteigerberichten, die irgendwie sagen, wie schwer sie es hatten, dass sie da irgendwie aus der Gruppe rauskamen. Aber Aussteigerberichte sind eben Aussteigerberichte. Es sind Berichte von Menschen, die mit einer Organisation nicht klarkamen. Demgegenüber stehen auch viele andere Berichte von Leuten, die sagen, mir geht's gut hier. Ich habe hier Heimat und Familie und Halt gefunden. Müsste man das nicht alles miteinander differenziert in eine ausgleichende Bewertung bringen? Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, man sollte, wenn überhaupt, mit dem Begriff Sekte sehr vorsichtig sein. Ich verwende ihn eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Er ist ein diskriminierender Begriff und wenn ich nicht diskriminieren möchte, dann sollte ich den auch nicht verwenden. Stattdessen lieber gut zuhören, sich informieren, mit den Menschen aus diesen Sondergemeinschaften selbst reden, zu versuchen zu verstehen, bevor man sich ein Urteil bildet oder ob man überhaupt ein Urteil sich bilden sollte. Das ist die große Frage. Letztlich steht Gott alleine das Urteilen zu. Und was maßen wir uns an, beurteilen zu können, welche Gruppe gut und richtig und welche falsch ist? Außerdem würde ich sagen, wir sollten auch christliche Sondergemeinschaften als Anfrage verstehen an uns selber. Denn diese Gruppen würde es gar nicht geben, wenn in den etablierten Kirchen alles in Ordnung wäre.
Jede Sondergemeinschaft verweist auf ein Defizit, auf eine Unklarheit in den anderen Kirchen. Deswegen haben sie sich gegründet als Sondergemeinschaft, weil sie irgendeine Sache nicht gefunden haben in anderen Kirchen. Und das muss man erstmal wahrnehmen und zuhören und sagen, ah, das ist ja interessant. Das sagt ihr also, ah, Ernährung ist also wichtig. Das haben wir in der Großkirche vielleicht nicht beachtet. Oder die Feiertagsheiligung oder die Rechtfertigungslehre, irgendwas. Worauf, in welche Wunde legt ihr den Finger? Und das möchte ich erstmal hören und nachdenken, haben Sie damit nicht auch recht? Könnte das etwas sein, wo wir uns tatsächlich als etablierte Kirchen etwas sagen müssen lassen und uns in Frage stellen lassen müssen? Und dann kann auch, wenn wir das durchdacht haben, der kritische Dialog seinen Platz haben, bei dem dann aber niemand als Sektierer pauschal abqualifiziert wird, sondern gesagt wird, du siehst es so, ich sehe es so, ich habe meine Argumente, weswegen ich deins nicht akzeptieren kann und es anders sehe, dann kann ein respektvoller Dialog beginnen, anstatt einfach nur jemandem den Aufkleber Sekte anzuheften. Vielleicht ist das in dieser Weise somit ein bisschen klarer geworden.